Sag mal, was ist denn so? Was ist jetzt? Hä, na, sehen Sie das nicht? Die Nazis haben schon wieder das Sorbische auf dem Schild da beschmiert. Ja, das ist schon interessant mit den zweisprachigen Schildern dort. Das gibt's bei uns ohne nicht, wo ich herkomme. Sie kommen gar nicht von hier? Ja, sind Sie Schwabe oder was? Ich bin doch kein Schwab. Ich komme aus der Kurpfalz, aus dem schönen Ort Ketsch am Rhein. Das ist bei Mannheim in der Nähe. Und ich mache gerade Urlaub hier bei Verwandten und gucke mir die Gegend an. Ja, ist eine recht schöne Gegend, oder? Wie gefällt es Ihnen hier? Ja, ist schon schön ruhig und ländlich. Und das mit dem Sorbische dort, das ist schon auch interessant, doch. Ja, auch für mich, denn ich habe sorbische Vorfahren. Da macht mich gerade sowas richtig sauer und vor allem auch traurig so. Ich habe das gleich bei Instagram hochgeladen und ich werde das jetzt auch mal zur Anzeige bringen. Ja, das verstehe ich gut. Ich finde es auch super, wenn junge Leute noch zu ihren Wurzeln stehen, zu ihrer Herkunft. Ja. Also, das finde ich toll. Ja. Gut, ich mache da mal wieder weiter und viel Glück bei der Anzeige. Danke. Tschüss. Ja, schönen Tag noch. Ja, und bald. Was mir heute passiert ist? Alter, ich wollte halt so meine Oma besuchen fahren und ich fahre so nach Hähnchen und dann sehe ich auf dem Ortseingangsschild, dass die Nazis schon wieder das Sorbische da überschmiert haben. Ey, naja, ich habe auf jeden Fall gleich mal einen Post bei Instagram gemacht. Hier, schaut mal. Alter. Ja Mann, also ich bin halt auch direkt umgedreht und zur Polizei und habe eine Anzeige gemacht, ne? Ernsthaft? Eine Anzeige? Ja, Alter. Und dann darf ich da stundenlang in diesem scheiß Wartezimmer sitzen und mir noch anhören, dass ich mich mal beruhigen soll. Und dass die meisten Delikte statistisch gesehen sowieso nicht aufgeklärt werden können. Oh Jan, komm mal runter, ja? Da haben die Bullen ausnahmsweise mal recht. Echt mal, reg dich mal nicht über diesen Sommkack auf. Also ich hatte Sausch in der Schule und es war einfach die Hölle. Jetzt mach mal halblang. Ihr wisst doch, dass das Jan wichtig ist. Es ist ja schön und gut, dass Jan Sorbe ist, aber wen interessiert das heutzutage noch? Heutzutage spricht kein Schwein mehr Sorbisch. Ja. Ey, jetzt mal im Ernst, Mann. Ich habe mit meiner Oma früher immer Sorbisch geredet, ja? Ey, für mich ist das Heimat und Identität. Ich weiß echt alles über diese Spreewaldgeschichten, ja? Ey, ihr versteht das einfach nicht. Das ist für mich etwas... Ey, Mann, ihr wisst, was ich meine, oder? Ja, okay, ja, du hast ja recht, sorry. Ja, wir sind Freunde, es ist scheißegal, ob du Sorbe oder sonst da was bist. Das war nicht, war scheiße von uns, war nicht so gemeint. Guten Morgen, Kameraden! Guten Morgen, Heinrich! Deutsches Bier am deutschen Morgen. Was gibt's Besseres, Kameraden? Prost, Kameraden! Und wie ist die Aktion mit dem Ausmerzen dieser sorbischen Entartung auf unseren deutschen Ortsschildern gelaufen? Wenn uns nicht die Farbe ausgegangen wäre! Wer Hähnchen nicht das einzige Ortsschild gewesen? Ein Schild! Ein einziges Schild! Ich hab gesagt 50 Schilder, mindestens. Aber die Farbe! Bevor man in Aktion tritt, vergewissert man sich nach ordentlichen
funktionierenden Arbeitsmaterial. Denn Ordentlichkeit ist eine deutsche Tugend und sollte geachtet werden. Zu den Regionalnachrichten. Gestern kam es zu einem Fall von Schändung an einem Ortsschild in Hesen. Mach das Radio lauter! Die sorbische Übersetzung des Schildes wurde beschmiert. Es ist davon auszugehen, dass diese Tat einen rechten Hintergrund hatte. Der Sorbe Jan W. hat sich auf seinem Instagram-Account unter einem von ihm geposteten Bild darüber geäußert und angekündigt, Anzeige gegen die Täter zu erstatten. Und nun weiter zum Wetter. Der Tag startet noch recht bewölkt. Dieses Sorbenschwein! Hermann, du schreibst unseren Sorbenfreund ein paar nette Kommentare unter seinem Post. Und Heinz, du versuchst herauszufinden, wo dieser Asoziale wohnt. Jawohl! Was sollen wir eigentlich Clara schenken? Stimmt, sie hat ja morgen Geburtstag. Ach, am Ende hast du eh die beste Idee. Stimmt. Oh, hey, du musst los. Oh, okay. Was ist das denn? Was denn? Die Idioten. Hey, was labern die? Die haben was unter das Bild gepostet. Ach, musst du echt aufpassen, Schatz. Mann, die haben sowieso nur große Fresse. Nichts dahinter. Na, da wäre ich mir nicht so sicher. Okay. Hals, Maul, Sorbenschwein, sonst bist du fällig. Hi. Hi. Na, wie war dein Tag? Ja, ging so. Was ist das? Es lag im Briefkasten, als ich nach Hause gekommen bin. Mensch, weißt du eigentlich, wie gefährlich das ist? Geh damit sofort zur Polizei. Mann, die nehme ich doch sowieso nicht ernst. Mann, das ist kein Spaß mehr. Das ist kein beschmiertes Schild. Das ist ein scheiß Drohbrief. Ja, ich hab's auch sofort gepostet. Ey, gepostet! Sag mal, willst du mich eigentlich komplett verarschen? Ey, diese Typen sehen das doch auch. Du weißt echt nicht, wo die Grenzen sind. Ja, aber so etwas postet man nicht. Ja, komm, geh zur Polizei oder lass mich in Ruhe, ganz ehrlich. Ey! Die Sorbensau regt mich auf. Ich hab rausgefunden, wo die Sau wohnt und hab ihn heute einen Drohbrief reingeschmissen. Gut, Kamerad. Guckt euch mal an, was der schon wieder gepostet hat. Jetzt ist der Bock fett. Der lässt sich aber auch gar nicht einschüchtern. Kameraden, wir lauern diesen asozialen Element heute Nacht auf. Und falls er die Haustür verlässt, ist er fällig. Genau. Geht los.
Hey, es tut mir leid wegen vorhin. Hey, ist alles okay? Nee, irgendwie nicht. Also ich bin gerade auf dem Weg zum Bus. Ey, ich fühle mich einfach mega beobachtet. Okay, also ich bin auch gleich da. Hey, kannst du mir bitte einfach irgendwas erzählen? Also, ich habe ein super Geschenk für Clara. Also, wir beide waren ja letztens in der Stadt und da gab es auch die Zeit. Bist du nicht das Saubenschwein? Jan? Hallo. Hä? Oh, fuck. Dir wird das Posten noch vergehen! Nachrichten. Die Täter, die den sorbischen Jugendlichen Jan W. letzten Samstag am Busbahnhof schwer verletzt haben, konnten bis jetzt noch nicht ausfindig gemacht werden. Es ist davon auszugehen, dass es sich hierbei um Täter aus der rechten Szene handelt. Die Polizei bittet um Hinweise. Hallo? Gestern stellte sich Heinrich H., Anführer einer Cottbusser Neonazi-Gruppe. Er gestand, dass er und seine Gruppe unter anderem für die Gewalttat gegen den Cottbusser Sorben Jan W. verantwortlich sind. Er sagte, er wolle aus der rechten Szene austreten und für seine Taten gerade stehen. Zur Reue bewegt ihn wohl die unerwartete Hilfe seines Opfers Jan W., der ihn letzte Woche schwer verletzt nach einem Verkehrsunfall vorfand und den Rettungsdienst verständigte.